Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Diablo. Und so wie es aussieht, hat meine Software eine Folge nicht aufgenommen. Das heißt, wir sind nicht auf der Straße nach, was weiß ich, Alkamus, sondern wir befinden uns schon wieder zurück im Versteck und müssen jetzt den Kaiser befreien. Und da gehen wir jetzt mal gucken und sprechen mit Ashara an den Toren. Schaut euch mal an, wie riesig diese Barbarin ist. Ja, meine Barbarin ist riesig. Hauptmann Ravan, hier draußen herrschen erbärmliche Zustände. Den Leuten muss geholfen werden. Ich bin Lady Neteras. Lasst mich auf der Stelle zurück in die Stadt. Ashara, der Kaiser und meine Freundin sind in ernster Gefahr. Ich muss in den Palast gelangen. Ich habe von euren Taten am Außenposten von Kasim und in Alkanus gehört. Natürlich. Mein Dank gehört euch und ich werde euch helfen. Hauptmann Rava, diese Frau hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. Das kriegen wir schnell. Gehen wir. Ich führe euch zum Palast. Super. Oh, hübsch. Ich bin von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Was heißt ihr bitten? Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkanus verantwortlich seid. Nein. Glaubt diesen Lügen nicht. Was in Alkanus geschehen ist, war das Werk von Magda und ihrem Zirkel. Sie dienten Belial. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Hm? Bringt sie herein! Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Natürlich. Wachen, ich überlasse dieses Problem euch. Da ist nicht zufällig Joffrey. Nein! Ja. Vielleicht mal machen, wenn Gegner da sind. Schätzelein. Ich wusste, dass ihr mich retten würdet. Natürlich. Gehen wir, bevor noch mehr Wachen kommen. Wohin? Entkommt aus dem Palast? Warum? Kein Loot! Na gut. Flieht! Ich gebe euch Rückendeckung. Danke. Jetzt müssen wir in die Kanalisation gelangen. Ich werde alles erklären, wenn wir angekommen sind. Okay. Diese Dämonen versperren uns den Weg. Wir müssen das Konstrukt, das sie beschwört, zerstören. Die Urahnen segnen mich. Nice. Von hier aus muss es einen Weg in die Kanalisation geben. In die Kanalisation. Ja, ab in die Kanalisation. Ich habe meine Mutter Adria gefunden. Sie lebt. Aber die kaiserliche Wache hält sie irgendwo hier unten gefangen. Wir werden sie finden. Magda hat die Wahrheit gesagt. Meine Mutter lebt. Irgendwie wusste ich. Ich habe es immer gewusst. Natürlich. Aber ihr habt sie nie gekannt. Seid vorsichtig, Lea. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie erscheinen. Ich halte euch den Rücken frei. Hacken wir uns nochmal durch, wa? Hack, hack, hack. Hack, hack, hack.
Keine Zeit auszuruhen, weiterhacken. Yay. Yeah. Adria sollte hier sein. Ja. Ich weiß, du möchtest zu deiner Mama, aber folge sie mir unauffällig. Tut sie nicht. Ja. Aber hier gibt's doch noch so viel zu looten. Yay. Die steht jetzt da vor der Tür. Hinter jeder im Schatten verborgenen Ecke lauert das Böse. Mhm, und das Gold. Da drüben ist ein mächtiger Feind. Ich mag mächtige Feinde. Meine vorbildlichen Diener. Halte die Hexe am Leben, bis sie zu reden bereit ist. Schmerzen werden ihre Zunge lösen. Ja. Aber in Maßen. Erinnert ihr euch, was mit dem Assistenten des Wesirs passiert ist? Ist kaputt gegangen. Sicher, es hat großen Spaß gemacht. Aber am Ende sind ihm nur noch unzusammenhängendes Gebrabbel und blutige Eiterfäden über die Lippen gekommen. Kann man ja nicht gebrauchen. So. Erzähl uns vom schwarzen Seelenstein! Wir wissen von den Dreien, mit denen die Horadrim die großen Hübe gefangen hatten. Ja. Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat einen Grund, ihn zu fürchten. Lasst sie in Ruhe! Nee. Ergreift sie! Komm mal halblang. Das ging aber schnell. Meine Tochter. Ihr kennt mich? Mein Liebling. Ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet, aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Wir sind hier nicht sicher. Bewegung. Genau. Hä? Ah, okay. Ja. Das ist ja interessant. Zurück ins versteckte Lager. Erstmal gucken, was haben wir denn alles aufgesammelt. Ja. Ich muss mal gucken, wie es mit den Sockeln geht. Neue Waren. Seht sie euch an. Krümelchen. Enttäuscht sein. Hallo Krümelchen. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, wenn ich nur Sachen verkaufe. Aber ich mache einen guten Preis. Versprechen. So. Ich laufe jetzt mal eben zu meinem Händler hier. Ich bin überrascht, dass Kane dir nie gesagt hat, warum ich gegangen bin. Er wusste, dass ich berufen war, die Herrscher der Hölle zu bekämpfen. Und ich wusste, dass er dich beschützen würde. So, so. Von uns gegangen. Dann hat uns das Schicksal wieder vereint. Kanes Werk, dein Werk, ist mein Krieg. Laut den mörderischen Texten verbleiben nur noch zwei Übel. Belial ist hier in Caldeum und Asmodan hat sich noch nicht gezeigt. Noch nicht. Die Wachen haben euch nach diesem schwarzen Seelenstein gefragt. Ich erinnere mich daran, in Onkel Deckards Tagebuch von ihm gelesen zu haben, aber er schien nicht wichtig zu sein. Oh, das ist er aber. Er ist der Schlüssel dazu, das Böse für immer zu besiegen. Er wurde von dem Magier Soltun Kul erschaffen, um Dämonenseelen einzufangen. Ja, er war ein abtrünniger Horadrim, der von seinen Brüdern in Stücke zerhackt wurde, bevor er den Seelenstein aktivieren konnte. Sein Kopf wurde in der Oase von Dalgur versteckt. Wir müssen ihn holen.
Denn wenn wir den Seelenstein benutzen wollen, um Belial und Asmodan zu besiegen, muss Soltun Kull wieder leben. Okay. Wir haben Leas Mutter, die Hexe Adria, gerettet. Sie berichtet von dem schwarzen Seelenstein. Einem Artefakt, das Böse für immer vernichten könnte. Von allen Sterblichen wurde mir aufgetragen, ihn zu beschaffen. Okay. Ja. Findet er dort zur Oase in der überfluteten Halle. Ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge. Die wird zwar wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein, aber mein Controller ist fast leer und der Kabel geht mir auf den Sack. Deswegen spiele ich jetzt hier nicht weiter, sondern speichere jetzt und esse mir was. Ja, und dann bis zur nächsten Folge.